Er ist seit 1996 Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und Internetrecht. Er ist auch Leiter der Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik an der Universität Passau. Dort stellvertretender Sprecher des Instituts für IT-Sicherheit und Sicherheitsrecht. Außerdem Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, des CSU-Netzrats und des Nationalen IT-Gipfels der Bundesregierung. Herr Heckmann ist nicht zuletzt stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik. Und vor diesem Hintergrund erwarte ich mir eine sehr interessante Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Grundkonzept des E-Government-Gesetzes des Bundes. Herr Heckmann, bitte sehr. Ja, grüß Gott, einen schönen guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute die Ehre habe, auf diesem IT-Organisationsforum sprechen zu dürfen, zu dem Thema E-Government-Gesetzgebung, andante ma non troppo. Nun wird von Ihnen vielleicht nicht jeder diese Bezeichnung aus der Musikwissenschaft verstehen, obwohl sie mich wirklich leitend ist für mein Thema und deswegen auch Eingang gefunden hat in die Überschrift. Und deswegen möchte ich meinen Vortrag beginnen mit einem kleinen Einblick in die Musikwissenschaft. Andante ma non troppo übersetzt man mit gehend, schreitend, aber nicht zu sehr. Das war von Tschaikowski ein kleiner Ausstück in E-Moll. Ja, E-Government. Gehend, schreitend, aber nicht zu sehr. Das ist die Beschreibung des E-Government-Gesetzes des Bundes bzw. seiner Gesetzgebungsgeschichte, denn die reicht ganz schön lange zurück. Streng genommen eigentlich mindestens bis in das Jahr 2003 zurück. Und dieser 10-Jahres-Zeitraum von 2003 bis 2013 ist eigentlich ein ganz spannender Zeitraum, um mal zu schauen, was alles in dieser Zeit nicht passiert ist, was hätte passieren können und wo wir eigentlich heute stehen würden, wenn das alles vielleicht etwas schneller gegangen wäre. Und dieser Rückblick ist auch deshalb veranlasst, weil genau im Jahr 2003 ich das letzte Mal in Dresden auf dem Organisationsforum referieren durfte. Und damals habe ich sozusagen den E-Government-Gesetzgebern von Bund und Ländern gewissermaßen in die Stammbücher geschrieben, dass E-Government unverzichtbar ist und dass man sich doch beeilen solle, da gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Im Jahr 2003 hatten wir gesetzliche Grundlagen ganz neu, nämlich die Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes mit dem Paragraphen 3a, der erstmals eben auch verbindlich aussprach, dass es einen elektronischen Zugang zur Verwaltung geben könne, dies allerdings auf der Grundlage des Freiwilligkeitsprinzips, wenn denn ein solcher Zugang eröffnet wird. Versuche damals, es verpflichtend zu machen, sind dann schnell gescheitert. Es blieb bei dem Freiwilligkeitsprinzip bis ins Jahr 2013, beziehungsweise genau genommen 2014, denn mit dem E-Government-Gesetz des Bundes jetzt in der aktuellen Fassung haben wir erstmals die Verpflichtung auch auf der Behördenseite. Aber das war schon im Großen und Ganzen alles. Wir hatten noch den Paragraphen 37 im Verwaltungsverfahrensgesetz, wonach nämlich es elektronische Verwaltungsakte geben dürfe. Immerhin. Und das war das E-Government-Recht, das ich dann von dort an auch in Passau gelehrt habe, in meiner Vorlesung E-Government, aus den Paragraphen 3a und 37 bestehen. Ich habe auch Klausuren dazu gestellt und das war jedes Mal immer wieder spannend, wie die Studierenden dann sozusagen gefragt haben, was kommt denn dran in der Klausur? Das gesamte E-Government-Recht kommt natürlich dran. Ja, der 3a und der 37. Ja, wenn Sie so meinen, wird das wahrscheinlich alles sein. Die Klausuren sind sehr gut ausgefallen, in den 10 Jahren.
Denn es war eigentlich immer der Paragraph 3a, der abgefragt wurde. Jetzt aber seit dem Jahr 2013, 2014 haben wir etwas mehr, was wir abprüfen dürfen. Denn, wie gesagt, im letzten Jahr ist dann das E-Government-Gesetz des Bundes ja in Kraft getreten. Und damit ich das alles auch belegen kann, was ich damals gesagt habe, gefordert habe und dann vergleichen kann, was davon eingetreten ist und was nicht, habe ich den Sachsenland-Kurier mitgebracht, eine sehr schöne Zeitung, in der mein Vortrag komplett abgebildet wurde, inklusive einiger schöner Bilder, auch von mir. Und jetzt betraf nicht das Motiv, sondern die Qualität der Pixel. Auf jeden Fall ist es insofern eine wunderschöne Dokumentation, weil das gesamte Forum ist ja damals im Sachsenland-Kurier wunderbar dokumentiert worden. Und dann kann man halt mal zurückschauen und sagen, was ist damals gesagt worden. Ich zitiere einfach mal aus diesem damaligen Vortrag. Ich frage deshalb nicht, ob wir uns E-Government leisten können, trotz wachsender Ansprüche und Sparzwang. Ich frage vielmehr, ob wir es uns leisten können, E-Government in wohlverstandenem Sinne nicht zu verwirklichen. Wobei es genauer betrachten bedarf, was E-Government eigentlich genau bedeutet. Die deutsche Verwaltung, heißt es weiter, ist online, aber sie ist nicht wirklich vernetzt. Und dann wiederum weiter, was ich vorweg herausstellen möchte, nach meiner Auffassung muss E-Government in einen größeren Zusammenhang, nämlich als Bestandteil der umfassenden Verwaltungsmodernisierung gesehen werden. E-Government ist allerdings nicht das Ziel der Verwaltungsmodernisierung. Technik und Medieneinsatz alleine machen die Verwaltung nicht modern. Lösen nicht automatisch Effizienz-, Akzeptanz- und Kapazitätsprobleme. Die Entwicklung technischer Lösungen kann Probleme aber sichtbar machen, wenn es um besonders komplexe Zusammenhänge geht. Dann ist E-Government der Motor der Verwaltungsmodernisierung, mag der vermeintliche Zwang zur multimedialen Hochrüstung der Verwaltung Impulse auch für die konventionelle Verwaltungsreform geben. Technische und administrative Innovationen können sich gegenseitig befruchten. Darüber hinausgehend geht es um die Entwicklung des Gesamtkonzeptes eines interaktiven, service- und bürgerorientierten Dienstleistungsstaates, in dem der Bürger als Kunde der Verwaltung optimal bedient wird. Verwaltung ist nur dann modern, wenn sie zeitgemäß ist, wenn sie zukunftsorientiert ist und wenn sie zweckorientiert ist. Und dann habe ich das provozierende Beispiel genannt. Würden wir heute versuchen, ein Flugzeug mit dem Wirkmechanismus mancher deutschen Behörde zu steuern? Wir würden nur deshalb nicht abstürzen, weil das Flugzeug gar nicht erst vom Boden abhebt. Wenn man es dürfte, würde man solche Behörden schlicht abschaffen. Ich kenne diese Fotos, die man von mir macht, während ich rede. Es ist grausam. Und damals, das meinte ich mit den Fotos hier, das waren Standbilder, so viel in Sachsenland-Kurier. Aber es geht ja weiter, das nannte ich die Konkordisierung der Verwaltung. Und suffisant sicherlich einerseits, aber irgendwo auch sehr bezeichnend. Ich komme nochmal auf den damaligen Vortrag später zurück. Also, was habe ich gefordert? Wir brauchen eine echte Vernetzung der Verwaltung, ebenenübergreifend. Wir müssen E-Government in einen größeren Zusammenhang begreifen. In der Verwaltungsmodernisierung, wir brauchen ein echtes Gesamtkonzept eines interaktiven, service- und bürgerorientierten Dienstleistungsstaates. Nicht einfach nur Technikeinsatz und damit wäre man quasi automatisch modern. Und natürlich muss E-Government der Erwartungshaltung der Bürger entsprechen. Und damit habe ich seinerzeit geendet mit einem gewissermaßen humanistischen Ansatz, als ich fragte, und wo bleibt der Mensch? In der Tat, der Mensch ist vielleicht der wichtigste der Realisierungsfaktoren von E-Government. Schließlich steht er an zwei wichtigen Enden der Datenleitung, als Bürger und als Verwaltungsmitarbeiter. Und für beide gilt, ohne Akzeptanz seitens der Akteure wird sich kein noch so perfektes System implementieren lassen. Seien wir ehrlich, der Bürger, dem E-Government das Leben erleichtern soll, hat zwar eine gewisse Serviceerwartung in seiner Verwaltung, möchte mit ihr aber dennoch eher wenig zu tun haben. Und der Technik-Einsatz begeistert auch nur einen Teil der Bevölkerung. Naja, das hat sich inzwischen etwas gewandelt, aber trotzdem ist es ein Teil, den Rest lässt er bestenfalls mit Staunen zurück.
Kaum anders bei den Staatsdienern. Ihr Ängste, am Ende gar wegrationalisiert zu werden, sind ernst zu nehmen. Die notwendige Qualifizierungsoffensive findet auch nicht statt. Und Risikofreude ist nicht gerade unser hervorstechendste Tugend. Wie soll man diesen Akteuren dann aber erklären, dass es von Kandidaten laufen soll, nicht die Mitarbeiter? Und hier zeigt sich die Zwangsläufigkeit eines Konzeptes, das ich Blended Government genannt hatte. So viel Mensch wie möglich, so wenig Technikeinsatz wie nötig. Wichtig ist also die dienende Funktion der Medien herausstellen, nicht die herrschende. Der Mensch selbst ist in allen Verwaltungsvorgängen die wertvollste Ressource. Mit seinem Wissen, solange er es in einen Informationskreislauf einbringt, mit seiner Qualifikation, solange er nach der Qualität seiner Arbeit auch verwendet wird, und mit seiner Exzellenz als soziales Wesen. Welche unersetzbaren Eigenschaften der Mensch gegenüber der Maschine besitzt, muss ich eigentlich nicht erklären. Wenn ich es erklären müsste, derjenige würde es nicht verstehen. Und jetzt zum E-Government-Gesetz des Bundes vor dem Hintergrund meiner damaligen Betrachtung. Was hat der Bund daraus gemacht? Er hat ein im Grunde genommen eher technokratisches Gesetz daraus gemacht. Er hat ein Gesetz gemacht, das zunächst einmal ganz sauber das klassische Verwaltungsverfahren abbildet als elektronisches Verfahren, nämlich indem er eine Regelung geschaffen hat, natürlich über den Zugang zur elektronischen Verwaltung, diesmal auch mit verpflichtendem Charakter auf Behördenseite. Dann die Regelung über elektronische Formulare, die natürlich vielfach die bürokratische Grundlage sind, auch für die Strukturierung solcher Verwaltungsverfahren. Die elektronische Aktenführung natürlich, dann innerhalb der Behörde auch so etwas wie Akteneinsicht und auch wenigstens etwas zur Bezahlung, zur elektronischen Bezahlung. Daneben hat er ganz vage etwas zur Standardisierung geregelt über die IT-Standards im Hinblick auf die Interoperabilität und die Informationssicherheit. Das aber ist es auch schon im Wesentlichen, ist es ohnehin ein relativ schlankes Gesetz. Also meine Studenten sind weiterhin glücklich über die Wahl dieses Studienschwerpunktes. Wenn ich es mit anderen Fächern vergleiche, gerade im Zivilrecht, ist es jedoch überschaubar, was man normativ dann beherrschen muss. Und trotzdem ist es ein sehr wichtiges Fach, absolut. Was mir fehlt, ist ein bisschen was zu den Inhalten, im Grunde genommen zu den Strategien und Visionen. Wenn man mal überlegt, gerade das, was Sie gerade von Herrn Dr. Gill gehört haben, auch mit Blick auf die Strategien jetzt im Freistaat Sachsen, das sind Dinge, die hätte ich mir eigentlich schon doch wenigstens zum Teil bereits im E-Government-Gesetz des Bundes gewünscht. Ich meine, da hat er mir 10 Jahre Laufzeit dafür, um das dort irgendwo zu verankern. Beispielsweise auch etwas über das Thema Open Government, Open Data. Denn das ist etwas, da kommen wir überhaupt nicht dran vorbei. Der Staat muss diese Offenheit und diese Öffentlichkeit zeigen. Das ist sogar verfassungsrechtlich zwingend, wie eine Doktorandin von mir in einer Dissertation mit etwas über 600 Seiten Umfang im letzten Jahr nachgewiesen hat. Und es wird kommen, Open Data, Open Government, nur wird es von anderer Seite getrieben offensichtlich, weil man jetzt zumindest auf Bundesebene eben auch nicht bereit war, das stärker auch zu verankern, obwohl es letzten Endes genau diesen auch verwaltungskulturellen Wandel eingeleitet hätte, den wir auch dringend brauchen. Dazu später noch etwas mehr. Aber auch zum Thema Informationssicherheit und die Frage eben auch von vertrauenswürdigen Informationsstrukturen lesen wir relativ wenig im E-Government-Gesetz des Bundes. Auch da gibt es einiges mehr, gerade im Hinblick etwa auf die Notwendigkeit zur Erstellung von Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzepten im Entwurf des sächsischen E-Government-Gesetzes, das mir dann etwas mehr Hoffnung macht hier auf der Landesebene, als ich es im Bund vorfinden kann. Ich möchte mich aber insgesamt etwas zurückhalten mit Ausführungen zu diesem sächsischen E-Government-Gesetz. Ich gehöre zu dem Kreis der Sachverständigen, die eben nächste Woche im sächsischen Landtag dazu Stellung beziehen werden, und das möchte ich natürlich jetzt nicht vorweg schon sagen, was ich da zu diesem Gesetz hier alles zurechtgelegt habe. Aber es bleibt nicht aus, dass ich ab und zu mal ganz kurz das streifen muss, gerade wenn ich das vergleiche mit dem E-Government-Gesetz des Bundes. Da werden wir das eine oder andere dann auch mal kurz erwähnen. Ja, E-Government
ist unverzichtbar. Es bietet unglaubliche Chancen. Und das, obwohl wir momentan einen eher nüchternen Befund haben, im Augenblick, wenn wir uns in Deutschland umschauen, auf der Bundes-, Landes- oder auch kommunalen Ebene. Wenn man die Bürger befragt, und es gibt erst eine relativ junge Studie zur Einstellung gegenüber E-Government, dann haben 2/3 der Bürger Datensicherheitsbedenken und 62% befürchten gar Datenmissbrauch. Das könnte man natürlich sagen, 62%, das ist ja eine unglaublich gute Zahl. Nach der NSA-Affäre müssten es ja eigentlich 99% sein, die das befürchten, und das nicht einmal ohne Grund. Das heißt, wir haben einen durchaus optimistischen Blick eigentlich auf die Datensicherheit, wenn immerhin 38% der Meinung sind, nach wie vor ihre Daten seien sicher. Die